Durchzeichnung. Es ist mal wieder ein Monsterjob, den ich da erledigen muss. 300 realistische Tierzeichnungen für eine Enzyklopädie der Säugetiere. Mann, oh Mann, das bedeutet, die Nächte durchzuzeichnen. Und als wäre das nicht anstrengend und Arbeit genug, muss ich auch noch von 50 der Tieren Bewegungsstudien malen. Das heißt, ich setze mich zusätzlich an den Leuchttisch und pause wie ein Trickfilmer, Zeichnung für Zeichnung durch, mit minimalen Veränderungen, versteht sich, sodass sich nach etwa 10 bis 15 Einzelzeichnungen das jeweilige Tierchen erhebt und einen Schritt geht. So habe ich dann am Ende viele doppelte Durchzeichnungen. Wie, wieso? Verstehen Sie nicht? Na, ich zeichne die Nächte durch und verbringe sie damit, Durchzeichnungen zu produzieren. Mörderwitz, Mann, oh Mann, gute Nacht. Kommunikation, visuelle. Kommunikation ist am besten, wenn sie direkt ist, wenn man als Designer die Reaktion der Betrachter empfangen kann. Das ist leider selten der Fall, aber es hilft einem am meisten. Das ist ein Zitat von mir aus einem Buch, das muss ich mal so dazu sagen, weil das so ernst ist. Unterstützen. Man sollte immer die Guten unterstützen, denn zusammen ist man stärker. Das sollte das Lebensmotto eines jeden Menschen sein. Ich weiß, das ist sehr idealistisch zu denken, alle Menschen würden sich aktiv für eine gute Sache einsetzen. Und ich rede hier immerhin nur von einer guten Sache. Aber auch das ist vielen Menschen schon eine Sache zu viel. Warum sind so viele Menschen nur so unheimlich passiv und scheintot? Kann mir das mal jemand erklären? Warum gibt es bei vielen diese Egalhaltung? Warum checken die nicht, dass es gar kein großer Aufwand ist, die guten Sachen zu unterstützen und damit was Kleines oder was Großes zu bewirken? Checken die einfach nicht, Stumpfköpfe. Ich bin leicht zu begeistern und ich bin auch leicht für eine gute Sache zu gewinnen. Ich bin ein Träumer. Na und? Bestätigung ist wieder ein Zitat von mir. Wir berühren Menschen auf unsere Art und das geben sie uns zurück. Das Gefühl ist großartig. Man erhält Bestätigung. Das ist wichtig, um weiterzumachen. Michelin-Mann. Der Michelin-Mann ist mir total unsympathisch. Er ist wie eine Erfindung von McDonald's. Vielleicht ist er sogar ein guter Freund von Ronald McDonald. Beide Typen finde ich einfach nur unangenehm, überflüssig und unerträglich. Der Michelin-Mann, um den es hier ja geht, sieht aus wie eine debile Erfindung eines gelangweilten, pseudocoolen Art-Directors aus den 70ern, der zu viele Marshmallows während den Meetings mit Michelin gefressen hat, weil er von dem Koks runterkommen wollte. Scheiße, ich habe gerade mal gegoogelt, ob es den Marshmallow-Mann gibt und tatsächlich, es gibt ihn. Oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch einen Markendiebstahl im großen Stil aufgedeckt. Die beiden sehen nebeneinander aus wie eineiige Zwillinge. Na, welcher bekokste Art Director hat da wohl von wem geklaut? Oder ist der eine öffentliche und ernst gemeinte Verarsche auf den anderen? Habe ich da vielleicht sogar eine Wissenslücke? Wer da genaueres weiß, wendet sich bitte schriftlich an mich. Vielen Dank. Gefühl ist wieder ein ganz kurzes Zitat. Ich muss das Gefühl haben, meine Gestaltung ist lebendig. Ha. Sisyphos-Arbeit. Zu lange im Bett geblieben, nochmal umgedreht, noch einen Kaffee aufgebrüht, abgewaschen, das Frühstücksfernsehen zu Ende geschaut, dann die Nachrichten. Den Müll mit runtergenommen, was oben in der Wohnung vergessen, wieder hochgerannt. Das, was man vergessen hatte, umständlich in eine Plastiktüte gepackt, die ein Loch hatte. Nochmal alles in eine größere Tüte gepackt, schnell auf die Toilette gegangen, dann endlich die Wohnung verlassen. Aufs Rad geschwungen, gemerkt, dass es einen Platten hat. Abgestiegen, nochmal nachgeschaut, ob es wirklich einen Platten hat. Scheiße, platt. Zu Fuß auf den Weg gemacht, geflucht, dass zu Fuß gehen langweilig und langsam ist.
Irgendwann endlich im Büro angekommen. Eine Liste gemacht mit Dingen, die man heute erledigen will. Dann E-Mails gelesen, eine E-Mail ausführlich beantwortet, beim Verschicken Programm unerwartet beendet worden und alle nicht gespeicherten Daten verloren gegangen. Abgekotzt. Nochmal geschrieben, sich unbewusst kürzer gefasst, es gehasst, abgeschickt, erfolgreich, ausgeatmet. In die Luft geguckt, an die 10 unerledigten Dinge auf der Liste gedacht, Kaffee gemacht. Auf die Toilette gegangen, wieder an den Rechner gesetzt, eingeatmet. Punkt 1 auf der Liste versucht anzugehen, angefangen, das Programm geöffnet. Das Programm wurde unvorhergesehen beendet, alle Daten gingen verloren. Neu gestartet. Gewartet, bis der Rechner endlich wieder hochgefahren ist, das Programm erneut geöffnet, wieder angefangen. Eine Antwort auf die Mail von eben bekommen, diese gelesen und dann beantwortet. Dann wieder Punkt 1 der Liste angegangen, neues Dokument angelegt, in das Dokument reingearbeitet, zwischengespeichert. Telefonanruf angenommen, unangenehmes Telefonat geführt, Niederlage telefonisch hingenommen, reklamieren lassen, niedergeschlagen aufgelegt. An Punkt 1 der Liste weitergearbeitet. Telefonanruf angenommen, Telefonat über irgendeinen Webanbieter abgewimmelt, beteuert, dass man schon Internet hat und zufrieden ist. Nochmals beteuert, dass man nicht interessiert ist. Abermals und schlussendlich beteuert, dass man wirklich zufrieden ist. Aufgelegt, ausgeatmet, eingeatmet, weitergemacht. Die Post geöffnet, gesehen, dass man 2 Mahnungen bekommen hat, sich gefragt, wie das sein kann, da angerufen. Die Sachlage erklärt. Sich danach die Sachlage richtig erklären lassen. Dann niedergeschlagen aufgelegt, zur Bank gegangen, Einnahmen und Ausgaben verglichen, angefangen zu weinen. Die Zähne zusammengebissen, die verdammte Kohle den Arschlöchern in den Rachen geworfen, / eine Überweisung getätigt, mit hängendem Kopf die Bank verlassen, wieder ins Büro gegangen, an den Schreibtisch gesetzt, auf der Liste hinzugefügt, Finanzen besser kalkulieren. Die weiteren Stunden verstreichen lassen, Kaffee getrunken, 3 weitere Telefonate geführt, wieder auf Toilette gegangen, einen Tee gemacht, was gegessen, E-Mails beantwortet und die vergangenen Stunden des Tages gezählt. Entschieden, dass es genug ist, um wieder nach Hause zu gehen, die Liste angesehen, Punkt 1 durchgestrichen und abgehakt, so halb. Festgestellt, dass die übrigen 9 Punkte noch nicht erledigt sind, schlechte Laune gekriegt, sich selbst gehasst, entschieden, dass das auch nichts nützt. Das Licht ausgemacht, die Tür zugemacht, abgeschlossen, aufs Fahrrad gecheckt, dass das Fahrrad nicht da ist, kurz gedacht, dass es wohl geklaut worden ist, dann sich erinnert, dass es zu Hause mit einem platten Reifen steht, wieder sauer geworden, rumgeschimpft, den Schal enger um den Hals gelegt und nach Hause gegangen. Entwicklungsspielraum. Eine Reisegruppe aus Niedersachsen, etwa 15 Männer und Frauen, mehr als leicht angeheitert, fahren von Nordhausen nach Braunschweig. Ich fahre etwas abseits, neben ihnen sitzend im Großraumabteil. In Nordthüringen, etwa auf der Höhe des Städtchens Elrich, ehemaliges ostdeutsches Grenzgebiet, schreit einer der Männer heiter in die Runde. Gott sei Dank, gleich sind wir wieder in Deutschland. Ich denke mir, dass diese Aussage fast so poetisch ist wie die Bezeichnung Dunkeldeutschland. Schaue auf die Uhr und stelle fest, dass in weniger als 10 Stunden der Tag der deutschen Einheit ist. Da frage ich mich, gibt es in der Gesellschaft noch Entwicklungsspielraum? Drohung. Manchmal können liebgemeinte Vorschläge wie Drohungen klingen. Wer in einer Beziehung lebt, weiß, wovon ich rede. Du, Schatz, wollen wir nicht mal wieder was zusammen unternehmen? Eine längere Radtour oder ein Shoppingausflug? Beziehungen, in denen man sich mit Schatz anredet und das Wort Shoppingausflug benutzt, sollten aber sowieso noch einmal überdacht werden. Zumindest meiner Ansicht nach. Pi mal Daumen. Die Zahl Pi ist nach dem Komma unendlich, irrational, nicht denkbar.
Der menschliche Daumen ist eine variable Größe und daher als Maßeinheit nur bedingt zu gebrauchen. Vielleicht noch als Sehhilfe. Er ist unterschiedlich groß, abhängig von Alter, Geschlecht, Physiognomie eines jeden Menschen. Was soll also Pi mal Daumen sein? Ein doppelt irrationaler Wert, ein Dada-Wert? Klar ist, dass ihn niemand kennt und dass er alles bedeuten kann. Was lernen wir daraus? Dass man immer und nie Pi mal Daumen anführen kann. Irrational. Heiße Quelle. Ich habe heute aus heißer Quelle erfahren, dass ich innerhalb der nächsten 3 Tage sterben werde. Auf diese Quelle ist Verlass. Glauben Sie mir, sie ist heiß. Ich gehe schon seit mehreren Jahren zu ihr, bringe ihr Geld und hoffe auf die Wahrheit. Sie ist wesentlich älter als ich, bestimmt erfahren und weise, und sie hatte bis jetzt immer Ausrufezeichen recht. Also, was soll ich nun mit dieser Erkenntnis und das baldige Ende meines Lebens anfangen? Dem Ganzen gelassen entgegensehen oder mir einreden, dass es diesmal nicht eintreten wird, dass sie dieses eine Mal nicht recht behalten sollte? Sie sagte noch, es würde sehr schnell gehen und ich hätte nicht zu leiden. Was könnte das bedeuten? Das macht mich auf der einen Seite sehr glücklich und ruhig, denn ich muss nicht leiden oder lange um mein Leben ringen. Aber ich gebe zu, dass ich nicht aufhören kann, darüber nachzudenken, wie es wohl passieren könnte. Werde ich überfahren? Fällt etwas auf mich drauf? Stolpere ich, falle, breche mir den Hals? Sterbe ich im Schlaf? Kriege ich einen Hirnschlag? Bekomme ich einen Herzinfarkt? Oder ersticht mich ein Feind heimtückisch von hinten auf der Straße? Habe ich einen